Ei Gude und herzlich willkommen zurück auf der Hof Bergmann im LS22. Wir haben ja das letzte Mal Malz geholt und Mehl und jetzt wollen wir hier ein bisschen arbeiten gehen. Also extra unsere neue Schubkarre. Dann nehmen wir nicht die alte. Und wollen mal gucken, dass wir hier jetzt mal ein bisschen die Bierproduktion an den Stissel bringen können. Da die ja ewig dauert und wir auch aktiv werden wollen. So. Das ist das Maischen. Was brauchen wir denn eigentlich alles für das Maischen? Maischen ist die Maischpfanne. Methan haben wir voll. Malzschrot und Wasser. Malzschrot können wir ja endlich anliefern, weil wir es selbst herstellen können. Und Wasser kriegt ihr dann auch. So, dann gucken wir mal, was wir so an Malzschrot reinbringen. Oh, 18 Liter nur noch. Ja, mehr Schrot haben wir zurzeit nicht, aber die Mühle arbeitet. Und die restlichen Prozesse hier dauern ja dann auch. Also, da werden wir nicht so schnell vorankommen. Den können wir hier gleich hier stehen lassen, weil der ist nur für hier. Kilo noch Malz drin. Da füllen wir gleich nochmal die Mühle auf. Ja. Dann kann die laufen. Und holen wir uns ein Wasserfass. Also hier ist Anlieferung Wasser, aber hier ist kein Wasser. Ja, dann nehmen wir mal den. Jetzt frage ich mich nur, wo ich das Teil hingestellt habe. Ah, da hinten, okay. Die Erinnerung kommt wieder. Hier ist unser Silo. Könnten wir das mal hier abstellen? Wenn es stehen bleibt. Wir machen ja wieder sauber. 500 Liter Wasser haben wir ja noch drin. Das ist ja gut. Dann fahren wir mal schnell zurück. Ob wir hier noch irgendwelche Besuchergruppen kommen und das sehen. Wir arbeiten hygienisch.
So, da haben wir schon mal Wasser drin, die erste Fuhre. Dann holen wir gleich noch eine Tour. Machen das Ding auf. Und fahren rückwärts. Also an dem heutigen Tag sind wir bisher sehr, sehr produktiv, muss man schon sagen. Und falsche Taste, Wurstfinger. So, Maispfanne. Dann könnte man das auch mal aktivieren. Tun wir Wasser noch voll machen. Und werden dann noch mal ein bisschen Malzschrot gleich auffüllen. Und dann können wir Maische. Die Maische wird dann ausgelagert, müsste dann. Nee, in den Läuterbottich. Genau, in den Läuterbottich einliefern. Da kriegen wir Treber und Würze raus. Und der Würze wird dann in die Würzpfanne mit Hopfen. Dann gibt es Ausschlagwürze. Eieieiei. Was es alles nicht für Sachen gibt hier. Auf der Hofbergmann wohlgemerkt. So. Dann darf man hier nochmal zurück. Ja, wir fahren ja nicht rein. Wir legen ja einen langen, langen, langen Schlauch. Also. Dann passt das. So. Und dann werden wir den mal hier abstellen. Und hat keiner von euch gesehen. Nee, nee. Und dann nehme ich dich von hier hinten. So, jetzt funktioniert das aber. Und einmal hochlaufen. Das ist ja hier, so ein Sack ist ja nix hier. So, jetzt befüllt er. Holen wir gerade nochmal die letzten Literchen raus. Oh, Dampf, Dampf, Dampf. Ah, er ist voll anscheinend. Aber das macht nichts. Wir werden ja ganz viel davon brauchen. Und dann können wir das ja hier lassen. So, dazu. Jetzt arbeitet er auch effektiv. Und dann könnten wir eigentlich noch ein paar Eier verkaufen. So. Mit dem tollen Fahrrad können wir eigentlich hier auch drehen. Reicht uns das? Ja. Und hier seht ihr hier unsere schöne Spielburg für die Kinder. Ja, die Hofbergmann erweitert sich immer mehr. Alter, habt ihr hier Mist gemacht? Ja, bisschen Futter habt ihr noch? Und die müssen wir dann aber auch festschnallen hier. Ja, denen darf nichts passieren. Den wertvollen Eiern hier. Von freilaufenden Hühnern extra angepriesen hier im
Bioladenshop. Bioladenshop im bei unserer Selbstvermarktung. Aber das passt so weit. Der steht gut. Die Eier kann man hier ausfahren mit unserem Fahrrad. Drei Kisten will ich da jetzt nicht hinschleppen, also. Nö. Und ihr seht, unsere Hühner sind es gewohnt hier. Sie bleiben drin. Aber wir wollen unser Glück nicht provozieren und machen hier mal zu. So. Nicht hängen bleiben hier. So, jetzt könnte es vielleicht quietschen wegen Lenkrad. Aber mit dem Lenkrad Fahrrad fahren ist okay. Wow. Also mit dem Lenkrad muss ich sagen, ist das eine schöne, feine Sache. So. Dann können die Damen wieder kommen und ihre Eier holen. Jetzt muss man die drehen. Ja. Ja, 33 Euro sind 33 Euro pro Kiste. Das ist dann schon mal wieder das Tanken. Ja, das ist, wenn man halt zu viel Traktor fährt. Aber ihr habt es ja vorhin gesehen, ich kam ja teilweise nicht ganz so durch die Tür. Und deswegen ist ein bisschen Frühsport um 9:38 Uhr morgens schon was Gutes. So. Also hier so mit dem Lenkrad Fahrrad fahren macht es schon Spaß. Da kann man sagen, have fun. Mit den Pedalen kann man das auch einigermaßen fein steuern, das Rückwärtsfahren. Einigermaßen, das heißt nicht, dass es klappt. Aber so, ja. Ziehen wir noch mal vor und dann passt das. Dann komm mal rein. Also, Traktorfahren ist schwieriger. Manchmal meistens. Jo. Das ist jetzt aber hier toll. Ne, noch ein Stückchen vor, bevor ich es wieder versemmle. Ja. So kommen wir mit unserem schönen Bike rein wieder in die Garage. Zack. Und einmal absteigen. Und das soll's für heute wieder gewesen sein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.